Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Still Life und zurück auf den Campus. Ja, und in den gehen wir mal rein, mal schauen, was da so los ist. Das ist unser nächstes Areal, nächstes Ziel. Oh. So, okay, dann will ich mal schauen. Wo geht's lang? Wer spricht mit mir? Sie anscheinend nicht. Ja, wir sind ja jetzt wieder zurück aus Prag, was ja ein Rückblick war mit den anderen Opfern hier. Und haben dort eigentlich auch die Vorgänger, die Verwandtschaft kennengelernt von mir. Sozusagen. Die schon mal in sowas fallmäßig gearbeitet haben. Ja, weiß schon. Wir kommen schon noch drauf. Wer ist da? Agent McPherson, FBI. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, wenn Sie einen Augenblick Zeit hätten. Für eine solch charmante Agentin immer. Kann ich reinkommen? Natürlich. Oh, hätte mich gewundert. Was? Oh, nichts. Hab mit mir selbst geredet. Ach so. Kennen Sie eine gewisse Natalie Kenworth? Ja, kannte ich. Also wissen Sie vermutlich, dass sie vor einem Monat umgebracht wurde. Ja, darüber habe ich auch bereits mit einem Ihrer Kollegen gesprochen. Das weiß ich. Aber wie haben Sie sie noch gleich kennengelernt? Waren Sie Studienfreunde? Gute Freunde? Oder hatten Sie vielleicht ein Verhältnis mit ihr? Ich war ihr Mentor. Sie studierte Kriminologie und ich half ihr bei manchen Kursen. Sie kam oft her. Also ein Kriminologiestudent, was? Hatten Sie schon mal Professor Pratt? Nein, aber ich kenne ihn. Wir sprachen mehrmals über seltsame, ungelöste Fälle. Hat er noch immer so einen schlechten KG? KG? Körpergeruch. Auf Deutsch stinkt er noch immer so. Allerdings. Kennen Sie Cynthia Woods? Cynthia Woods? Nicht, dass ich wüsste. Ganz sicher nicht. Vielleicht hilft Ihnen ein Foto auf die Sprünge. Ach, die? Stimmt. Sie ist eine Freundin meiner Nachbarin. Ich habe sie schon mal auf einer Party gesehen. Von da stammt das Foto. Sie kennen Cynthia also nicht näher? Nein. Sie ist mehr mit meiner Nachbarin befreundet. Hab sie vielleicht zweimal getroffen, bei der Party und mal im Flur. Wieso? Sie wurde brutal ermordet in einem verlassenen Gebäude gefunden. Sie glauben doch nicht. Hören Sie, ich schreibe ständig an meine Arbeit und gehe kaum raus. Ich war nur auf Mias Party, weil sie mich eingeladen hat. Hat sie bestimmt getan, damit ich mich nicht über den Lärm beschwere. Mia ist die andere Frau auf dem Foto? Ja, sie wohnt nebenan. Worüber schreiben Sie Ihre Arbeit? Über einen Serienmörder, der Ende der 20er Jahre als der Ripper von Perlovka bekannt war. Was Sie nicht sagen. Kennen Sie den Fall? Kann sein. Darf ich mal einen Blick reinwerfen? Na klar. Ich druck Ihnen gerne ein Exemplar aus. Also, kriege ich nur ein Exemplar? Klar. Ich bin gleich wieder da. Ja, ja. Schreibt etwas. Das ist meine Chance. Ich sollte irgendwas mitnehmen, um Fingerabdrücke zu bekommen. Über einen Ripper. Ja, okay, Fingerabdrücke. Pizzaschachtel. Klassisch. Ich will keine Samenprobe, sondern Fingerabdrücke. Mein Gott, du willst ja was mitnehmen. Da hast du ja gesagt, ich will was mitnehmen. Er würde merken, dass das fehlt. Und ich würde ganz schön Ärger kriegen. Kann ich da irgendein Werkzeug nehmen? Nein, ich hab sowas ja nicht mit. Okay, wir werden sehen. Das Poster. Das mitzunehmen wäre zu riskant. Ja, nimmst du überhaupt was mit? Clockwork Nightmare mit Boris Falkow und Oscar dem Roboter. Kenn ich nicht. Nein, ich auch nicht. Moment, was? Ich sollte lieber noch ein bisschen hier bleiben. Ja, ich wollte noch was schauen. Das ist das Poster. Ich hätte jetzt gedacht, ich kann was vom Türgriff nehmen, aber... Okay, das ist zu auffällig. Das alles. Ja,
irgendwas, was nicht so auffällt. Ah. Na also, da hätten wir genau das Richtige. Hier. Vielen Dank. Schaue ich mir auf jeden Fall an. Ihre Meinung würde mich brennend interessieren. Kein Problem. Sie haben nicht vor, das Land zu verlassen. Nein. Okay. Danke für Ihre Hilfe. Ich melde mich wieder. Ja, war nicht die Rede von einer Nachbarin? Na gut. Schaut nicht so aus, als könnte ich nicht auch irgendwo anders rein. Wieso redet sie nicht mit mir? Ah. Hallo? Ich bin's. Was gibt's? Nicht viel. Wollte dir nur sagen, dass ich mal bei der Mitbewohnerin von Opfer 5 vorbeischaue. Vielleicht kann sie uns mehr über Vaclav und das andere Mädchen auf dem Foto sagen. Nicht mehr nötig. Ich weiß, wer sie ist. Vaclavs Nachbarin. Bin gerade mit dem Verhör fertig. Und wie lief's? Der ist unschuldig. Hat doch überhaupt nicht das nötige Profil. Aber ich habe eine Kleinigkeit mit Abdrücken drauf mitgehen lassen und geb's Claire, damit sie's vergleicht. Gar nicht so dumm. Aber was würde es uns schon nützen? Das können wir eh nicht gegen ihn verwenden. Ja, ich weiß. Und falls du was von der Mitbewohnerin erfährst, rufst du an, okay? Klar. Tschüss. Ciao. Ja, das nützt uns wirklich nichts. Also fahren wir nicht zum Tatort, nicht zum Haus, ins Büro. Ja, wenn man die Abdrücke überprüft, kann man sich zumindest orientieren, in welche Richtung man ermitteln soll. Ja. So. B2. Hi, Claire. Hallo. Es würde mich zwar wundern, aber könntest du mal prüfen, ob die partiellen Abdrücke an Opfer 4 und 5 mit denen auf der Flasche übereinstimmen? Nur so aus Neugier. Kleine Mädchen sollen doch nicht neugierig sein. Bin ja auch kein kleines Mädchen mehr. Genug rumgealbert. Vielleicht könntest du die Abdrücke selbst nehmen und dann vergleichen wir sie per Computer. Klar doch. Wo finde ich das Zeug noch gleich? Das Puder liegt oben auf meinem Schreibtisch neben dem Plastifizierer. Da liegen auch Pinsel und Klebeband. Bring mir den Abdruck, dann besorge ich den Rest hier unten. Okay. Bin gleich wieder da. Okay, oben auf dem Schreibtisch. Was bedeutet, ich muss ganz hochfahren. Naja, so ist das nun mal. Aber man sieht das nicht, da unten liegen ist ja unpraktisch. So, Stockwerk 8. Nächste Haltestelle. Büro. Oh, hier ist niemand da. Okay, okay. Moment, den muss ich doch auch irgendwie drehen, damit ich den Abdruck finde.
Hier ist der Abdruck. So. Kann aber nichts tun. Was ist das? Was ist das denn für ein Geschüttel? Das ist graues Pulver. Man braucht es, um Fingerabdrücke sichtbar zu machen. Das kann ich hier nicht verwenden. Ein Plastifizierer könnte sich noch als nützlich erweisen. Das kannst du hier nicht verwenden. Wieso zappelt das so? Moment, jetzt habe ich die... Die Bierflasche. Das ist graues Pulver. Man braucht es, um Fingerabdrücke sichtbar zu machen. Das klappt nicht. Ach so, ich hab die Flasche jetzt hier oben. Und wieso macht sie nichts? Ach so. Das klappt nicht. Das kann ich hier nicht verwenden. Es ist so umständlich, was ihr hier macht. Das wird so nichts. Ich muss sie sehen, bevor ich sie nehmen kann. Das kann ich hier nicht verwenden. Ja, ist ja gut. Ist gut. Du musst mich nicht immer belehren. Hier ist ja der Fingerabdruck. Wieso wird hier nichts gemacht? Der Flasche sind fettige Fingerabdrücke. Das ist doch gut. Kombinieren? Okay, nein. Das ist graues Pulver. Man braucht es, um Fingerabdrücke sichtbar zu machen. Ach, na also. Ja, sie stellt sie wieder hin. Okay. Ich brauche nicht noch mehr Puder. Ja, okay, dann ist halt schon welches drauf. Ich kann nicht nur den Pinsel verwenden. Das klappt nicht. Ich weiß doch, was du verwenden kannst. Das kann ich hier nicht verwenden. Doch! Das klappt nicht. Warum? Ein Plastifizierer könnte sich noch als nützlich erweisen. Ach, ich kann die hier auch drehen. Okay. Ich kann nicht nur den Pinsel verwenden. Das kann ich hier nicht verwenden. Ein Plastifizierer könnte sich noch als nützlich erweisen. Tu das weg, ich... Jetzt. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Wieso? Du sollst sie wieder hinstellen. Das klappt nicht. Wieso jetzt nicht mehr? Das ist graues Pulver. Man braucht es, um Fingerabdrücke sichtbar zu machen. Ich brauche nicht noch mehr Puder. Aus irgendeinem Grund. Das klappt nicht. Stellt sie die Flasche nicht mehr hier hin. Doch, jetzt auf einmal. Das klappt nicht. Ich will es doch anschauen.
Oh mein Gott, mach ich nicht wahnsinnig. Ich drehe noch durch. So eine einfache Aufgabe. So einfach. Hier sind Abdrücke, alles. Das kann ich hier nicht verwenden. Ein Plastifizierer könnte sich noch als nützlich erweisen. Wenn ich das nochmal hören muss. Ich brauche nicht noch mehr Puder. Wenn ich das auch nochmal hören muss. Ich kann nicht nur den Pinsel verwenden. Das kann ich hier nicht verwenden. Das kann ich hier nicht verwenden. Das klappt nicht. Das kann ich hier nicht verwenden. Tu das weg. Ich brauche nicht noch mehr Puder. Du brauchst ordentlich eine auf. Ich sprech's nicht aus. Ich kann nicht nur den Pinsel verwenden. Das ist nicht nur der Pinsel. Ich brauche nicht noch mehr Puder. Hier ist Puder drauf. Ich kann nicht nur den Pinsel verwenden. Das ist doch Unsinn. Das klappt nicht. Ich kann nicht nur den Pinsel verwenden. Was ist hier, Bruder, drauf? Das sollte gute Abdrücke geben. Das gibt's doch nicht, was soll denn hier? Alter, ey, was war denn das für ein Umstand? Hier waren ja noch mehr Abdrücke. Okay, lass uns mal zurückgehen jetzt. Das war so viel Aufregung. Komm weg mit dem Bild. Also echt, wieso, wieso eigentlich? Kam mir das nur so umständlich vor oder war das jetzt wirklich so extrem? Kann ich nur den Pinsel verwenden? Ich kann nicht nur das und bla und bla und hast du nicht gesehen? B2. Nervig. Sorry, Leute, es ist wirklich. Manchmal, ey. Ich hoffe, das reicht jetzt aus. Nee, die schickt mich nochmal weg. Ich bin mit den Abdrücken fertig. Ich habe die Ergebnisse gleich. Wo willst du jetzt hin? Zurück zu meinem Vater. Die Lektüre wartet. Okay, ich rufe dich an, falls ich was finde. Ja, tu das. Zumindest kenne ich jetzt das nächste Ziel. Nächste Ziel ist erstmal Vater. Wer weiß, was da. Naja, da kann ja nichts passieren. B1. So. Tatort. Pets Haus. Pets Haus. Pat, wieso Pat? Oder wurde ich da, ist das verschrieben? Heißt das eigentlich Dad's Haus?
Oh, zieh na, mein aus. Engel. Hallo, Papa. Und wann backst du nun die Plätzchen? Oh Mann, hab ich total vergessen. Mach ich jetzt gleich. Na, wenn du jetzt keine Zeit hast, ist auch nicht schlimm. Doch, doch, Papa, versprochen ist versprochen. Plätzchen backen. Das dürfte jetzt wirklich nicht so schwer sein, ja? Eine Tasse Liebe, eine halbe Großzügigkeit, eine Tasse Engagement, Tasse Süße, Tasse Integrität und ja, gesunde Menschen. Vermengen Sie Großzügigkeit, Süße in eine Schüssel, Mann, Harmonie, Herz zu geben, um eine Hingabe zu verleihen. Vermischen Sie das einfach und drücken Sie, ja, ich vermische einfach alles. Oh, jetzt haben wir auch noch die Literangaben. Ach, Butter, Mehl. Ich ahne schon, das wird nichts. Nein, so schmeckte das aber nicht. Ich hab's gewusst. Nach dem Desaster von vorhin, da kann da ja nichts anderes dabei rauskommen. Ja. Ich glaube, das Backen mache ich das nächste Mal. Das war mir sowieso vorhin zu viel. Ja, Freunde, das wird ein bisschen kürzer. Den Finger abdrücken, das hat echt genervt. So. Na, ich muss jetzt erstmal was anderes tun. Ich muss Sprachablenkung. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ihr wisst ihr live. Vielen Dank, wenn ihr bisher dabei wart und die Katastrophe mit angeschaut und dann gehört habt. Bis dann. Ich bin weg. Tschüss.